So Leute, jetzt gibt es 7 coole Autos für Kinder. Das Video ist von TechZone, schaut gerne vorbei. Schallert ein Like und ein Abo rein. Let's go. Ey, als Kind wollte ich auch immer so ein Auto haben. Aber ich habe leider nie eins bekommen. Aber ich sag euch, wenn ich mal Kinder hab, ich werde so ein Ding kaufen. Und wenn es für mich selbst ist. Power Wheels F150. Ist doch geil. Dieses Auto ist für junge Autofahrer im Alter von 3 bis 7 Jahren konzipiert. Das ist so geil, Mann. Optisch sieht das Modell genau wie der Geländewagen Rims, SUV Ford F150 aus. Geisteskrank. Es hat, genauso wie ein richtiges Offroad-Fahrzeug, auch eine erhöhte Geländetauglichkeit. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielzeug-Elektrofahrzeugen ist der Power Wheels F150 in der Lage, auf nassem Gras... Damit bist du der King im Kindergarten. Alle feiern dich, wenn du reinkommst, weil du gehst nicht zu Fuß. Du fährst nur noch. Fahrten und unebenen Oberflächen sicher und ohne Schütteln zu fahren. Oh, auch noch in einer krassen Barre. Guck da, guck, wie glücklich die beiden sind. Aber ich durfte nie so glücklich sein. Ja, die Dinger sind halt auch einfach viel zu teuer gewesen. Damit sich das Kind wie am Steuer eines echten Autos fühlt, ist im kleinen Armaturenbrett ein Radio eingebaut. Zusätzlich gibt es einen MP3-Anschluss. Damit sich die Eltern nicht um ihre kleinen Auto-Enthusiasten kümmern müssen, ist das Auto mit einer Kindersicherung ausgestattet, mit der die Geschwindigkeit eingestellt und die Bremsen gesteuert werden. Ja, aber wie schnell fährt das Ding denn? 50? Der Power Wheels F150 hat ganz 2 Betriebsmodi. Im ersten Modus entwickelt er eine Geschwindigkeit von bis zu 4 Stundenkilometern. Im zweiten beschleunigt er auf 8 Kilometer. Dieses ich wette mit euch, den kann man tunen. Das Auto kann für 370 US-Dollar gekauft werden. Ist also 370, ich weiß, früher haben die so 500 Mark, 600 Mark gekostet. Und ja, war für meine Eltern einfach in dem Moment nicht Toyota stemmbar. Toyota Kamate. Hier kommt ein Konzeptfahrzeug, das 2014 auf der Tokyo Toy Show gezeigt wurde. Der Hersteller bezeichnet es als ein Auto für Kinder jeden Alters. Seine Hauptaufgabe war es, zu beweisen, Autos sind nicht nur schön, sondern auch interessant. Mit seinem Projekt will Toyota in die automobile Welt der potenziellen Designer und Ingenieure einziehen. Das Hauptmerkmal von Toyota Kamate ist die mit vielen LEDs ausgestattete Warte mal, das ist doch kein richtiges Auto. Jeder Besucher der Ausstellung konnte das Auto mit seinem eigenen Design dekorieren. Der Hersteller demonstrierte das Auto ohne Außenrahmen, sodass jeder das Innere des Fahrzeugs untersuchen konnte. Mini Volkswagen Beetle Herbie. Geil. Vor allen Dingen, da passt auch Fadern mit rein. Da könnte ich doch auch fahren. Inspiration für die Herstellung dieses Kinderautos diente der berühmte Sportkäfer Herbie, der als Hauptdarsteller in Filmen wie Herbie Fully Loaded und The Love Bug zu sehen war. Das ist ja geil, Alter. Dieses Modell ist... Moment, das Ding fährt 40 Stundenkilometer. Das ist doch nichts für Kinder. ...ist eine exakte Kopie des VW Käfers. Alter. Es ist bemerkenswert, dass, obwohl das Auto für ein Kind entworfen wurde, es mit einem ziemlich leistungsstarken Motor mit einer Kapazität von 6,5 PS ausgestattet ist. Dank ihm kann das Auto Geschwindigkeiten von bis zu 40 Stundenkilometern erreichen. Respekt. Zu den interessanten Merkmalen gehören auch die Hinterradbremsen. Das muss der glücklichste Junge der Welt sein. Bremsen und die Stoßdämpfer jedes Rades. Trotz seiner im Vergleich mit einem gewöhnlichen Auto bescheidenen Größe kann der Mini Volkswagen Herbie die wichtigste Standardfunktion ausführen, nämlich Passagiere transportieren. Ey, was passiert, wenn ein Kind mit dem Auto von der Polizei angehalten wird? Kriegt das Kind eine Strafe? Also es ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht strafmündig. Im Inneren können 2 Kinder oder ein Kind mit einem Erwachsenen untergebracht werden. Es ist erwähnenswert, dass der Entwickler es nicht empfiehlt, Kindern unter 6 Jahren das Auto zu lenken. Ein derartiges Auto ist in der Lage, einem jungen Autoliebhaber ein unschätzbares Fahrerlebnis zu bieten, denn es hat Bremsen, Lichter, Rückspiegel, kurz gesagt alles, um sich wie in einem echten Auto zu fühlen. Ich bin schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Der Entwickler hat übrigens gesagt, dass er versuche, das Auto genauso wie das Originalfahrzeug aussehen zu lassen. Sogar die Autokennzeichen sind identisch. Also was für ein krasser Ingenieur. Der muss es ja alles selbst gebaut haben, auch Karosserie und so. Mercedes-Benz Kit. Die Firma Mercedes-Benz hat ein recht großes Angebot an Kinderelektrofahrzeugen. Darunter den S63 und den V8. Die ungefähr 300... Ich saß doch auch mal in einem Video, das ist aber schon echt sehr, sehr lange her, saß ich auch mal in so einem Ding. Vielleicht schaffen wir es hier, so einen Clip einzublenden. Leute, Nogger flogge ich, V8 Biturbo. Die Möhre hat 510 PS.
Ey, das war auch ein Mercedes. 60 US-Dollar kosten. Die Fernbedienung macht nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen Spaß. Die sehen aber einen Ticken krasser aus. Junge, das Mädel sitzt einfach in der krassen G-Klasse. Und die sieht voll krass aus. Eltern können ihr Kind in dem Auto hin und her führen und somit seine Bewegung kontrollieren oder es auch alleine lenken lassen. Aber trotzdem bei voller Kontrolle und ohne Risiken. Solche Autos sind für Kinder von 2 bis 5 Jahren konzipiert. Zu den bemerkenswerten Merkmalen gehören die Türen und ein Kofferraum, die sich öffnen lassen. Ein eingebauter MP3-Player und MP3-Anschluss. Die Verwaltung ist einfach und intuitiv. Auch für die ganz Kleinen. Aber irgendwie sind die Reifen sind so nach innen gewölbt. Also wisst ihr, was ich meine? Dieser Neigungswinkel, Alter. V8 Biturbo. Läuft. Das sind schon Luxusdinger. Mini McLaren P1. Oh. Dieses Auto wurde nach dem berühmten Hybridmodell McLaren P1 erstellt. Das Elektroauto ist für Kinder bis zu 6 Jahren konzipiert und trotz seiner bescheidenen Größe mit der neuesten Technologie ausgestattet. Es gibt eine Klimaanlage, ein Audiosystem und sogar eine funktionierende Hintergrundbeleuchtung. Das ist doch ein Scherz. Eine Klimaanlage in so einem Spiel kann in nur 2 Sekunden auf bis zu 5 Stundenkilometer beschleunigen. Neben den Abmessungen unterscheidet sich dieses kompakte Modell vom aktuellen McLaren-Auto durch seine Kapazität. Ja, aber warte mal, was macht denn eine Klimaanlage? Macht ja gar keinen Sinn. Wo soll denn das, also, hä? Kapazität und Kosten. Das Modell kann seit Herbst 2016 für ca. 500 US-Dollar gekauft werden. Das geht aber, wenn man sich überlegt, also mit Klimaanlage angeblich und all dem ganzen Kram drin. Ich check das nicht mit der Klimaanlage. Und ich muss sagen, ich fand die von Mini-Truck. Okay, alles klar. In der Welt der Elektroautos konzentriert man sich nicht nur auf PKWs. Hier kommt ein echter Spielzeug-LKW, der für 2 Kinder vorgesehen ist. Einige besonders große Modelle haben so geräumige... Was hat die Familie eigentlich für einen riesigen Garten? ...Kabinen, dass sogar ein Erwachsener hereinpasst, damit sich das Kind an die Rolle des Fahrers gewöhnen und sich am Steuer eines echten LKWs gut fühlen kann, ist das Spielzeugmodell mit einer Hupe ausgestattet. Das sind doch 2 verschiedene Versionen. In Brasilien hergestellt. Ihre Kosten konnten leider nicht herausgefunden werden. Ich sag, das Ding kostet ein paar tausend Euro. Also das ist ja ein ganz anderes Level, jetzt mal for real. Das ist wirklich ein anderes Level. Tesla Model S for Kids. 2 Unternehmen haben gemeinsam an diesem Spielzeugauto gearbeitet. Radio Flyer und Tesla. Der Hersteller behauptet, dass dies ihr erstes und einziges Auto ist, das eine einzigartige Lithium-Ionen-Batterie für das Fahren nutzt. Mit Licht. Sie bietet eine große Leistungsreserve und lässt sich... Der sieht schon sehr, sehr cool aus, muss man sagen. ...schnell aufladen. Im Gegensatz zu ähnlichen Autos, die etwa 8 Stunden lang aufgeladen werden, braucht das Tesla Model S nur 3 Stunden. Es ist bemerkenswert, dass sich der Ladeanschluss an der gleichen Stelle wie die Tankklappe eines gewöhnlichen Autos befindet. Das heißt, ja, gut wie bei Elektroautos. Sieht wie im echten Leben aus. Vor allem, wenn du selber so ein Auto hast, zack, Sohnemann oder auch die Tochter setzen sich es rein, Alter. Es ist erwähnenswert, dass das Auto visuell genau das erwachsene Auto wiederholt und sogar mit einer speziellen Schutzhülle ausgestattet ist. Im Gepäckraum befindet sich... Also als Kind hätte ich das mega gefeiert, sozusagen das gleiche Auto zu haben wie mein Vater. Also bloß eben als kleinere Version. ...ein Knopf, der zwischen den Geschwindigkeiten schaltet. Daher passt das Modell sowohl für ganz kleine Fahrer als auch für etwas ältere. Ist das denn Tesla Model S? Gang beschleunigt das Auto... Weil ich glaube, die sind richtig teuer. So Model S kostet irgendwie so 130, 140.000. Auf 5 Stundenkilometer, mit dem zweiten fast auf 10 Stundenkilometer. Dieses Auto kann für 600 US-Dollar gekauft werden. Ja, wenn man überlegt, dass die anderen 500 gekostet haben, finde ich das schon nicht schlecht. Aber was ist das denn jetzt genau? Er wird wahrscheinlich das Model S sein. Ah, da steht auch! Trottel. Da, Model S for Kids. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Ach so. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Ah, ja, Hirn aufladen haben wir gemacht. Waren geile Autos dabei. Kaufe ich mir alle.